Janis heute das erste Mal kennengelernt. Selber habe natürlich schon sehr viel von ihm gehört, auch einfach durch die Scheffler-Verbindung und wirklich extrem großen Respekt. Das Krasseste wirklich für mich ist, dass er auch einfach Auto fahren kann und Straßenauto fährt, so wie jeder andere auch, dank Space Drive. Ja, tatsächlich fahre ich dieses Auto rein mit diesem Joystick hier. Das Auto ist entsprechend umgebaut, sodass ich mit dem Joystick Gas geben kann, bremsen kann und lenken kann. Also alles, was man zum Fahren braucht. Und für alle weiteren Funktionen habe ich dann tatsächlich die Sprachsteuerung und kann dann Sprachbefehle geben. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, ich kann es selber kaum fassen, ehrlich gesagt, dass ich jetzt hier stehe und dass ich jetzt hier gleich die Einführungsrunde fahren darf. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja, der Janis, unglaublich. Wenn man sieht, er hat ja auch Straßenkilometer schon 330.000 Kilometer gefahren mit einem Sprinter ohne Arme und ohne Beine. Janis ist die Vorstufe fürs autonome Fahren.